Handstand. Wir machen nämlich ein paar Übungen, mit denen ihr den Handstand erlernen könnt und auch ein bisschen üben könnt. Jetzt will ich gar nicht viel weiter sagen. Wir legen einfach los. Auf geht's! Okay, zum Aufwärmen machen wir direkt erstmal ein paar Handgelenksdrehungen. Das ist wichtig, weil wenn ihr dann die ganze Zeit im Handstand steht, dann sollten eure Handgelenke aufgewärmt sein, weil euer Körper eben nicht daran gewöhnt ist, die ganze Zeit auf den Handgelenken zu stehen. Zwischendurch dürft ihr auch mal die andere Richtung. Wenn ihr das kurz gemacht habt, dann gehen wir direkt auf die Matte. Hier dehnen wir die Handgelenke wieder ein bisschen weiter. Dazu geht ihr in den Vierfüßlerstand und legt ein bisschen Gewicht auf die Handgelenke. Erstmal zeigen die Fingerspitzen zur Wand hin. Und dann geht ihr immer ein wenig nach vorne und lagert immer ein bisschen Gewicht auf die Handgelenke. Das macht ihr so ungefähr 10 Mal. Wenn ihr das gemacht habt, dann dreht ihr die Handflächen zur Seite und geht immer von Seite zu Seite. Das heißt, ihr verlagert das Gewicht immer von rechts nach links. Dann drehen wir die Handflächen wieder. Die Fingerspitzen zeigen jetzt zu uns selber hin. Wir gehen wieder nach vorne und nach hinten. Ihr solltet dann ein leichtes Ziehen spüren, wenn ihr nach hinten geht. Dann können wir die Handflächen nochmal umdrehen. Jetzt zeigt der Handrücken auf den Boden. Da solltet ihr nicht so viel Gewicht drauflegen, weil es sonst ein bisschen unangenehm wird. Dann drehen wir das Ganze nochmal. Sehr gut. Okay, jetzt setzen wir uns einmal andersrum und machen etwas ein bisschen für unsere Schultern, weil die sind beim Handstand auch sehr wichtig. Ihr stellt eure Hände hinter euch. Da geht ihr möglichst nah mit den Händen aneinander. Und dann rutscht ihr ein bisschen nach vorne und haltet diese Position. Wenn das für euch unangenehm ist, dann könnt ihr die Hände wieder ein bisschen weiter nach außen nehmen oder mit dem Popo wieder ein bisschen nach hinten gehen. Okay, dann machen wir jetzt als erstes einen Kopfstand. Das ist ein bisschen einfacher. Dazu nehmt ihr euch am besten ein Kissen. Das Kissen legt ihr dann auf die Matte, euren Kopf darauf, die Hände neben das Kissen, ein bisschen weiter nach vorne ruhig. Und dann versucht ihr, euch mit dem einen Fuß nach unten, nach vorne zu drücken, also vom Boden abzudrücken, und das andere Bein geht einfach nur mit nach oben. Das halten wir kurz. Sehr gut. Okay, das Kissen könnt ihr jetzt wegtun. Und dann fangen wir an, in den Handstand hochzugehen. Um in den Handstand hochzukommen, gibt es ein bisschen was, was ihr beachten müsst. Um das zu üben, nehmt ihr euch am besten eine Wand und legt euch da vorne eine Matte. Die meisten von euch werden wahrscheinlich am besten mit dem rechten Bein vorne stehen müssen, um in den Handstand reinzukommen. Es ist eher selten, dass man mit dem linken Bein vorne steht. Wir fangen also erstmal mit dem rechten an. Ihr steht in einem leichten Ausfallschritt. Die Hände sind nach vorne gerichtet und dann geht ihr erstmal in den Handstand hoch. Dabei muss dieses Bein hier, drückt sich vom Boden ab, das ist das Bein, das drückt, und das hintere Bein zieht eigentlich nur hoch. Das versuchen wir einmal, wenn ihr an der Wand angekommen seid, geht ihr einfach ganz langsam wieder zurück. Wichtig dabei ist auch, dass ihr mit dem gleichen Bein wieder runterkommt, mit dem ihr hochgegangen seid.
Das heißt, ihr solltet dann am Ende nicht so stehen. Mit dem linken Bein machen wir das auch nochmal. Das heißt, ihr steht jetzt andersrum, linkes Bein vorne, rechtes Bein hinten. Und wieder runter. Sehr gut gemacht. Jetzt könnt ihr das Ähnliche einmal einfach ohne die Wand probieren. Wir gehen in einen sogenannten L-Handstand. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht die Wand benutzen, ihr geht ein bisschen von der Wand weg. Macht dasselbe, eure Füße kommen aber oben nicht zusammen, sondern bleiben in einer L-Form. Ich mache das einmal vor, wir starten wieder mit dem rechten Bein. Okay, dasselbe machen wir mit dem linken Bein auch nochmal. Um jetzt zu lernen, wie man den Handstand wirklich ausbalanciert, nehmen wir nochmal die Übung vom Anfang. Das heißt, wir gehen hoch in den Handstand, bleiben dort dann kurz mit den Füßen an der Wand und lösen uns nur durch den Druck in den Fingerspitzen von der Wand. Das heißt, wenn ihr die Hände auf dem Boden habt, dann müsst ihr verhindern, dass ihr gegen die Wand kommt, also euch von der Wand wegdrücken, indem ihr durch die Fingerspitzen gegen den Boden drückt. Und dann versuchen wir einfach ganz normal wieder runterzukommen. Wir fangen mit dem linken Bein wieder, mit dem rechten Bein wieder an. Sehr gut. Dasselbe machen wir jetzt nochmal mit dem linken Bein. Das heißt, ihr stellt das linke Bein wieder nach vorne, das rechte nach hinten. Hände sind zum Boden gerichtet. Und wir gehen hoch. Sehr gut gemacht. Jetzt gibt es auch schon die letzte Übung. Die letzte Übung ist ein bisschen anspruchsvoller, das heißt, es ist für die, die schon ein bisschen besser im Handstand sind und die Übung vorher vielleicht schon besser können. Für die nächste Übung braucht ihr also einen Partner. Ich habe hier die liebe Hanna. Hallo. Ich werde jetzt nämlich einen Handstand machen und Hanna wird mir ein bisschen helfen. Wenn ich im Handstand oben bin, dann wird Hanna von der Seite immer ein bisschen an meinem Bein drücken. Wenn ich ein bisschen nach vorne falle, drückt sie mich wieder ein bisschen zurück und auch andersrum. Wenn ich dann absage, das solltet ihr nämlich auch so machen, dann lässt der Partner wieder los und ich gehe ganz normal wieder zum Boden zurück. Au. Sehr gut gemacht! Jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr diese Übungen immer ein bisschen übt, dann solltet ihr irgendwann mal einen Handstand wirklich ausbalancieren können. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Damit verabschieden wir uns. Bis dann und bleibt drachenfit!